Die ÖVP hat ihre angekündigte Anzeige gegen die grüne Umweltministerin Gewessler eingebracht. Extremwettereinsätze fordern die Einsatzkräfte zunehmend. Und morgen wird es in der Osthälfte Österreichs noch einmal heiß mit 30 bis knapp 35 Grad. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu ORF3 aktuell am Abend. Schön, dass Sie da sind. Die Anzeige ist raus. Die Volkspartei wirft Gewessler vor, mit der Zustimmung zum EU-Renaturierungsgesetz ihr Befugnis missbraucht zu haben. Und das alles findet statt, während sich die beiden Parteien in einer aufrechten Koalition befinden. Maximilian Biegler hat die Details. Leonore Gewessler habe mit ihrer Zustimmung zur Renaturierungsverordnung die Verfassung gebrochen, so der Vorwurf der ÖVP. Die Staatsanwaltschaft Wien soll das nun prüfen. Dort bringt die ÖVP heute die Strafanzeige ein. Es ist Recht gebrochen worden. Es gibt einen aufrechten Beschluss der Landeshauptleutekonferenz. Der wurde ignoriert. Es gibt ein Bundesministeriengesetz. Das wurde ignoriert. Es gibt die österreichische Bundesverfassung. Die wurde ignoriert. Und es gibt darüber hinaus den Koalitionsvertrag, der ebenfalls gebrochen worden ist. Das heißt, es braucht hier schon ein klares Aufzeigen, gerade der rechtlichen Dimension. Es kann und soll nicht sein, dass Ministerinnen und Minister einfach Recht brechen können. Die grüne Ministerin verteidigt ihre Zustimmung zur Renaturierung. Ich habe mein Abstimmungsverhalten nicht einfach gemacht. Ich habe das gut geprüft. Ich sehe deswegen auch allfälligen rechtlichen Schritten sehr gelassen entgegen. Der Kanzler bekräftigt jedenfalls, an der Koalition festzuhalten, um Chaos im freien Spiel der Kräfte zu verhindern, wie er sagt. Ich habe versprochen, dass es geordnet bis zur Nationalratswahl geht. Ich habe diese Verantwortung auch übernommen und dafür sorge ich. Und deswegen gibt es keinen Koalitionsbruch. So, der Kanzler. Die EU-Staaten haben sich auf ein Sanktionspaket gegen Russland geeinigt. Die neuen Strafmaßnahmen sollen vor allem verhindern, dass bereits bestehende Sanktionen umgangen werden. Durch Schlupflöcher kann Russlands Rüstungsindustrie derzeit etwa noch immer westliche Technologien nutzen, um Waffen für den Krieg gegen die Ukraine herzustellen. Auch Präsident Putins Geschäfte mit Flüssiggas nimmt die EU ins Visier. Das soll dazu führen, dass Moskau weniger Geld in seinen Angriffskrieg stecken kann. Ja, und der russische Machthaber Wladimir Putin ist nach seinem Besuch in Nordkorea nach Vietnam weitergeflogen. Auch dort sucht er nach Allianzen und nennt in Vietnam einen zuverlässigen Partner und Freund. Der Besuch zeige, dass Putin strategisch denkt und nicht nur bilateral auf Nordkorea fokussiert ist, sagt der Ostasien-Experte Rüdiger Frank. Vietnam ist auch schon sehr lange Kunde Russlands gewesen im Bereich von Waffensystemen. Nicht nur während des Vietnamkrieges, sondern auch danach. Und man darf davon ausgehen, dass Putin nach Vietnam reist, in seinem Bemühen, einfach diese strategische Allianz gegen den Westen aufzubauen, eine Gegenallianz zur NATO, die sich ja ihrerseits nach Ostasien und in den Indopazifik ausweitet. Er schart also seine Verbündeten um sich und versucht, alte Allianzen neu zu beleben. Und damit kommen wir zu einem anderen Thema. Der Weg für die Ernennung von Mark Rutte zum nächsten Generalsekretär der NATO ist frei. Als letzter Bündnisstaat kündigte Rumänien an, seinen Widerstand gegen die Personalie aufzugeben. Der Niederländer soll Nachfolger von Stoltenberg werden. Jens Stoltenberg kann sich verabschieden. Nach fast 10 Jahren an der NATO-Spitze versucht er, das Verteidigungsbündnis schon länger in neue Hände zu übergeben. Doch bisher konnten sich die Mitglieder nicht auf einen Nachfolger einigen. Mit Mark Rutte ist er jetzt gefunden. Nach 14 Jahren an der niederländischen Regierungsspitze wechselt er bald ins NATO-Hauptquartier. Mark Rutte wird ein hervorragender NATO-Generalsekretär werden, lobt ihn Stoltenberg. Er hat umfangreiche politische Erfahrung und ist ein starker Unterstützer unseres Bündnisses. Dass Rutte bereit ist, Hindernisse zu überwinden, hat er schon im Kampf um den Topposten gezeigt. Ungarn etwa wird ihn unterstützen und muss sich dafür auch künftig nicht an NATO-Hilfen für die Ukraine beteiligen. Auch ein NATO-Chef kann eben nicht immer zum Hammer greifen. Hochwasser, Murenabgänge oder extreme Hitze treten nicht nur immer öfter auf, sondern auch immer intensiver. Mitverantwortlich dafür sei laut Expertinnen auch der Klimawandel. Und in solchen Situationen sind Rettungen, Feuerwehren und ehrenamtliche Helferinnen zur Stelle. Doch auch für sie wird das Helfen immer schwieriger.
Landunter hieß es noch vor einer Woche im Burgenland und Teilen der Steiermark. Straßen wurden überflutet, Keller ausgepumpt, Schlammmassen beseitigt. Es sind Einsätze wie diese, bei denen die Einsatzkräfte rund um die Uhr gebraucht werden. Und das immer öfter. Extremwetterereignisse fordern die Blaulichtorganisationen immer mehr. Im letzten Jahr mussten die Feuerwehren 34.000 Mal öfter ausrücken als noch im Jahr davor. Jeder fünfte Einsatz war einem Unwettereinsatz geschuldet. Früher war es ein Katastropheneinsatz in 5 Jahren und jetzt haben wir auch gefühlt 5 Katastropheneinsätze in einem Jahr. Hitzerekorde stellen auch Rettungsorganisationen vor große Herausforderungen. Jedes Jahr gibt es mehr Hitze als Verkehrstote. Beim Roten Kreuz will man mit sogenannten Cooling-Centern Patientinnen und Patienten besser versorgen können. Das kostet Geld. 22 Millionen Euro bekommen die Rettungs- und Zivilschutzorganisationen seit letztem Jahr mehr, um für Katastropheneinsätze gewappnet zu sein. Nach der Bilanzschönung bei einer deutschen Tochter hat sich Vöst-Chef Herbert Eibensteiner via Video ans Personal gewandt. Darin räumt er ein, dass in der Kommunikation rund um den Bilanzskandal Fehler passiert seien. Und die Vöst könnte aufgrund der Bilanzmanipulation möglicherweise auch zu viel an Steuern bezahlt haben, so der Vöst-Chef. 10 Jahre sollen ein Spitzenmanager und ein Buchhalter in Deutschland Zahlen geschönt haben, um intern besser dazustehen. Es geht um 100 Millionen Euro. Diese Luftbuchungen seien nicht als Schaden zu sehen, sagt der Vöst-Chef in seiner Videobotschaft. Allerdings könnte die Vöst zu viel Steuern bezahlt haben. Ein konkreter Schaden, der sich zum Beispiel aus möglicherweise zu viel bezahlten Steuern ableitet, ist aktuell noch nicht zu beziffern. Das rund 6-minütige Video an die Belegschaft liegt dem ORF vor. Ein Interview will Eibensteiner derzeit nicht geben. Über die Manipulationen weiß die Konzernführung jedenfalls schon seit dem Jahreswechsel Bescheid. Bei der Bilanzpressekonferenz vor 2 Wochen wurden sie aber mit keinem Wort erwähnt. Jetzt räumt der Vöst-Chef ein. Rückwirkend betrachtet haben wir zwar die rechtlichen Erfordernisse der Berichterstattung erfüllt, die Kommunikation hätte aber sicherlich besser laufen können. Die Vöst prüft den Vorfall derzeit intern und auch die Finanzmarktaufsicht untersucht, ob die börsennotierte Vöst die Öffentlichkeit nicht früher hätte informieren müssen. Am heutigen Weltflüchtlingstag stellen mehrere Nichtregierungsorganisationen Forderungen an die Politik. Sie sehen eine Instrumentalisierung von Migration und Asyl im Wahlkampf. Dabei brauche es konstruktive Ansätze in der Flüchtlingspolitik. Christoph Benders berichtet. Als dringendes Problem ortet Amnesty International die mangelnde Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Diese würden oft zu lange in großen Einrichtungen ausharren, die für die Bedürfnisse von Kindern schlecht ausgestattet sind. Ein Aspekt dabei ist die Erhöhung der Tagessätze. Diese Erhöhung der Tagessätze wäre ein erster Schritt, denn die Tagessätze sind seit Jahren viel niedriger als die Tagessätze für Kinder mit österreichischer Staatsbürgerschaft. Viele der derzeitigen politischen Vorschläge wie Asylverfahren in Ruanda sehen die NGOs kritisch. Es brauche Lösungen innerhalb der Europäischen Union. Wir können seit 13 Jahren keinen einzigen Asylwerber nach Griechenland, das ein Land der Europäischen Union ist, überstellen, weil dort die Aufnahmebedingungen nicht eingehalten werden. Auch der Zugang zum Arbeitsmarkt sei vielfach zu schwer. Gleichzeitig sei Arbeit eine Grundvoraussetzung der Integration für geflüchtete Menschen. Hier müssten Hürden abgebaut werden. Die Zahl der Keuchhustenfälle ist in Österreich stark gestiegen. Die Krankheit ist hoch ansteckend und kann vor allem für Säuglinge und Kleinkinder sehr gefährlich werden. Warum die Zahl der Fälle derzeit so stark steigt, begründet die Fachärztin Daniela Schmid so. Generell muss man eigentlich sagen, dass der Anstieg schon seit 2014 sich abzeichnet. Wir haben ja ein nationales Überwachungssystem und seit 2014 ist dieser Anstieg hat sich schon abgezeichnet und nach der Pandemie neulich auf Höhen angestiegen mit einer Inzidenz von 30 Fällen pro 100.000. Das ist ein Niveau, das man in den 60er Jahren erreicht hat. Es gibt mehrere Faktoren. Das ist nicht nur ein Phänomen, das in Österreich beobachtet ist, sondern weltweit in allen Ländern, die Überwachungssysteme haben. Und das, obwohl es eine gut impfpräventable Erkrankung ist. Sicherlich ist einer der Hauptursachen der Rückgang der Annahme, der Akzeptanz der Impfprogramme für Keuchhusten.
Wer die letzten Winter zum Beispiel Fiebersaft für Kinder wollte, der hat unter Umständen mehrere Apotheken aufsuchen müssen, um fündig zu werden oder gar gleich auf eine Alternative umsteigen müssen. Damit so etwas nicht mehr passiert, verpflichtet jetzt der Gesundheitsminister Rauch von den Grünen die Pharmaindustrie dazu, die Lagerbestände zu erhöhen. Rund 700 wichtige Medikamente müssen eingelagert werden, und zwar für einen Bedarf von 4 Monaten. Darunter sind zum Beispiel Schmerzmittel, Antibiotika oder Präparate für chronische Erkrankungen. Umgesetzt sein soll das Ganze bereits in 10 Monaten. Laut dem Verband der pharmazeutischen Industrie ist das bis zu diesem Winter aber nicht möglich, denn die Bereitstellung neuer Produkte brauche eine Vorlaufzeit von 1 Jahr. Und jetzt haben wir noch die Wetteraussichten für Sie. In den nächsten Stunden sind noch teils kräftige Gewitter möglich, sie klingen im Lauf der Nacht überall ab. Morgen ist es zeitweise sonnig, von Westen her ziehen im Lauf des Tages aber erneut Schauer und Gewitter auf und die können sehr heftig sein, mit Sturmböen, Starkregen und Hagel. Sehr heiß, mit nur einzelnen Gewittern wird es im Osten und Süden. Kultur heute gibt es wie gewohnt um 19.45 Uhr. Ich melde mich heute von der Wiener Donauinsel, wo gerade die letzten Vorbereitungen für das Festivalwochenende laufen. Gemeinsam mit Projektleiter Matthias Friedrich blicken wir auf die bevorstehenden Höhepunkte des Donauinselfests. Das alles und noch mehr ab 19.45 Uhr in Kultur heute. Das war ORF 3 aktuell am Abend. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wie gewohnt sehen Sie die Nachrichten jetzt auch noch in einfacher Sprache, sowie die schönsten Geschichten aus den Bundesländern. Ab morgen 9.30 Uhr begrüßt Sie dann mein Kollege Philipp Maywald und versorgt Sie mit allem, was wichtig ist. Ich darf mich an dieser Stelle verabschieden und wünsche einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen.